Und tauchen jetzt mal in unseren ersten Invasion ein. So, da gibt es nicht ganz so viele. Ja, da hätten wir einmal Helix, das sieht so aus. Mit einem hohen Berg und allem. Dem Pionierpass. Da habe ich halt keine Ahnung, wo wir starten würden. Plateau Mount Royal. Okay. Arebicho, da ist der Startpunkt wohl in der Mitte. River Rains. Zwei Britton-Dörfer an den Ufern halten misstrauisch Ausschau, wer es wagen wird, das Zentrum zu beanspruchen. Okay. Erhöhtes Plateau, Angriffe von drei Fronten. Suma. Das ist die Karte, die ich in meinem Privatspiel genommen habe, glaube ich. Orizo Valley. Exile. Diese Karte wurde mit Version veröffentlicht, welche den Invasionsmodus eingeführt hat. Sie ist gedacht für einen zentralen Abwehrpunkt. Also klingt das, als ob er in der Mitte wäre. Helix klingt nicht schlecht. Das hier klingt so, als ob ich von allen Seiten angegriffen werde, was ich nicht so toll finde. River Rains klingt so, als ob ich auf einer Seite starten würde. Und Invictus. Angriffe von drei verschiedenen Fronten. Ich guck mal ganz kurz. Ja, Summa war privat und Invictus ist das Let's Play gewesen. Also ja, bei Invictus würde ich hier irgendwo spawnen, glaube ich. Oder war es hier irgendwo? Also auch nicht ganz so toll. Helix, Suma hatten wir schon. Und das klingt, als ob wir irgendwie in der Mitte wären. Ich versuche einfach mal Helix, einfach weil es eine Eiswelt ist oder eine Schneewelt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie lang es. Dauern wird, bis die ersten Corruptorons, also die Invasionsgegner, uns angreifen werden. Und ob wir überhaupt einen Timer kriegen werden, wann die Wellen kommen. Na komm, du hast 100%. Jetzt starten wir endlich, oder? Ja. Deine Zeit ist begrenzt. Hordenplünderer der Corruptorons sind vor deiner Haustür. Jede Welle von Corruptors wird zunehmend schwieriger. Deine einzige Chance ist es, Befestigung rund um deinen Heimkristall zu errichten und sich zu schützen. Okay, Viertelstunde bis zur ersten Welle.
Das heißt, wir planen jetzt erstmal mit Blöcken. Da hier wohl der Hauptpfad zu sein scheint. Oh. Und alles recht uneben ist. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Das ist jetzt recht ärgerlich. Machen wir mal so und den Anfang. Square Column. Super, selbst so passt das mit der Tür nicht. Also 1, 2, 3. Maximal 4 freilassen. Das sind 2, 3. Hier, so. Na gut, wir bauen mal die ersten Produktionslager einfach hier in die Mitte. Ah, nicht so, sondern so. Und noch einen Hackblock dazu. Und dann hackt man hier die Bäume weg. So, als nächstes ein Bodenformungsauftrag. Dazu müsste ich die Blaupause sehen. Kein Lager finden. Na, dann nimm den Hackblock und hack's. So. Das heißt, wir sammeln hier Eisen, sammeln hier Schwefel. Und bauen gleich ein neues Lager für Eisen und Schwefel. Ihr beide, ihr lagert nur Gras.
Und ihr vier, ihr lagert eigentlich nur Bretter. So, da hier schon Eisen ist, lagerst du Eisen. Du Eisen. Du Eisen. Und du Eisen. Ups. Nein, du Schwefel. So, die Bodenformung liegt langsam Form an. Das heißt, wir machen hier die nächsten vier Lager hin. Die nehmen dann nur Gestein in sich auf. So, hier kommt der Ofen hin. Und hier noch zwei weitere Lager dran. Genauso wie hier der Webstuhl hinkommt. Wobei nicht hier hin, sondern... Nee, da ist er auch blöd. Obwohl, da ist er gut. Ja, das Lager... Nee, ja, das Lager kommt man nicht mehr ran. Dann bauen wir hier den Webstuhl hin. Und noch zwei weitere Lager. So, Steine. Haben wir hier irgendwo Steine, die wir abbauen können, frage ich mich gerade. Oh ja, wir haben ja auch Kriegsnebel, sehe ich gerade. Hier hätten wir Stein, den wir abbauen können. Und hier haben wir Pflanzen, die wir noch sammeln sollten. Ach ja, und ich habe auch noch was herausgefunden, nämlich wenn man das Auftragsmenü anwählt, bestimmte Sachen, kann man diese in einen neuen Bauauftrag verschieben und dann wird auch alles in dem neuen Bauauftrag gemacht. So, ich jetzt hier mal die ersten beiden Waffengestelle aufstellen werde. Ja, hier sollte eigentlich Seile und Stoff hin. Hier sollten Eisenbarren hin. Und hier sollte Glas hin. So, du nimmst dir mal das hier an Schwefel, packst es dahin. Ich mach mal ein bisschen Micromanagement. Stein. Kommt erstmal
Hier hin. Yeah.